Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich, euch zu sehen. Heute ist Mittwoch, Mitte der Woche. Und wir nehmen heute die Black Cat Tarot. Und wir schauen, was heute kommt auf uns zu. Die Engelbotschaften auch. Wo musst du heute aufpassen? Wo musst du heute was tun vielleicht? Was kommt überhaupt auf dich heute zu? Und so weiter. Ich hoffe, ihr habt schon gewählt und wir werden schauen, die erste Stapel. Schaut mal, zwei Schwerter. Zwei Schwerter warnt uns vor etwas. Das kann zum Beispiel Warnung, Achtung, wie Achtung, aufpassen. Wenn du zum heißen Herd kommst, Intuition sagt dir, Achtung, Herd ist heiß, Topf ist heiß, das könnte explodieren, das könnte noch etwas sein. Irgendwie eine Verletzung. Du kannst dir deine Verletzung ersparen. Diese Verletzung kannst du dir ersparen, wenn du auf deine Intuition hörst. Weg, den du eingeschlagen, das heißt Weg, den du dir vorgenommen hast, hat, wie sagt man, unter Wasser, hat Gefahr, erwartet auf dich da Gefahr. Nicht alles ist so klar, wie es scheint. Darum, vielleicht musst du heute bremsen, vielleicht musst du stehen, einfach bleiben und überlegen und nachdenken. Vielleicht morgen kannst du diesen Weg wieder einschlagen. Der Engel der Entscheidung. Das ist auch Entscheidung. Entscheidungen gehören zum Leben dazu. Meistens sagt uns unser Bauchgefühl, das ist das, was ich gesagt habe, was richtig ist. Vertraue darauf, dass dein Engel dir zur Seite stehen wird, wenn es darum geht, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Botschaft deines Engels, höre auf dein Herz. Dann wirst du mit Sicherheit den richtigen Weg einschlagen. Meine Lieben, ich möchte gerne euch was bitten, dass ihr schreibt, wie wichtig ist die Engelbotschaft. Hilft das euch wirklich oder nicht am Tag? Die Karte Nummer 2. Viel Glück, meine Lieben. Die Karte Nummer 2. Der hängende Mann. Kann man so sagen, dass die Karten alle beide zeigen uns, hier musst du bremsen und hier hast du schon, zum Beispiel bist du schon in eine Ecke getrieben, lässt du dich baumeln oder machst du auf Opfer. Vielleicht bist du Opfer von irgendwie einem Aussage geworden. Jemand etwas hat Falsches gesagt oder gelogen und du bist ein Opfer. Lass dich heute so hängen. Lass dich heute so baumeln. Wieso? Ich erkläre jetzt. Weil in diesem Zustand können richtige, gute Gedanken kommen. Lösungen für diese Situation. Bleib lieber heute in dieser Ecke und beobachte. Höre auf dich hinein. Das heißt, höre dein Herz, höre deine Intuition, genauso wie dieser Engel hat gesagt hier. Und wirst du sehen, du wirst die Lösung finden. Du wirst da wo du in diese Ecke getrieben bist, du wirst den Ausweg finden. Der Engel der Geborgenheit. In Momenten, in denen du dich allein fühlst, bitte deinen Engel schützend seine Flügel, schaut mal, schützend seine Flügel über dich zu breiten. Er wird dir Zuversicht schenken, sodass du dich fallen lassen kannst, in dem Wissen, dass du nicht allein bist. Du bist nicht allein. Du hast dich. Und das ist schon viel, meine Lieben. Verliere das Wichtigste, verliere dich selbst nicht. Meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich warte von euch, ob ihr mir schreibt, ob wirklich hilft diese Engelkarten. Passt das nicht? Einfach für mich interessant. Alles Gute, meine Lieben, alles Liebe, viel Glück, viel Spaß. Tschüss, Papa, meine Lieben. Einen wunderschönen Tag.